Hallo und herzlich willkommen zurück zu... Ey, Cam aus. Ich wollte nie, dass die Cam an ist. Warum ist die an? So, zu BeamNG. Heute mal mit einer neuen Map. Und zwar Beam Mountains heißt die Map. Und Alter, ist das Spiel laut. So. Das ist eine nette kleine Map mit einem Berg und vielen Straßen. Wir parken mal hier und wir gehen mal. Also es ist eine wirklich riesige Map, wie man sieht. Also ja, nicht klein. Also auf jeden Fall richtig, richtig hardcore fett. Sogar mit AI, das finde ich richtig. Mit AI, das ist richtig cool. Hier natürlich ein paar Texturenfehler, aber ist ja egal. Man fährt ja, man driftet ja nicht. Hier oben wird es dann auch ein bisschen eisig kalt mäßig. Das finde ich auch richtig. Also Hut ab an den Mod-Ersteller. Also an den Mod-Ersteller. Das muss man erstmal hinkriegen. Also so, also wirklich so eine coole Map hinzukriegen, ohne dass irgendwie der PC sagt so, leck mich. So wie bei fast jeden anderen Maps, die ich bisher habe, weil ich wollte eigentlich eine andere Map vorstellen, nämlich GTA 5 nachgemacht, also die GTA 5 Map nachgebaut. Aber beim ersten Mal sagte er irgendwie, er kann die Datei nicht finden. Beim zweiten Mal sagte er, er kann eine Datei davon nicht finden. Und beim dritten Mal war ich dann auf der Map, aber es war kein Boden da. Dachte ich mir auch nur so, okay, ne, dann Beam Mountains. Weil die ist wenigstens, die funktioniert wenigstens im Gegensatz zu der GTA 5 Map. Also, ich weiß nicht, also es gibt jetzt zum Beispiel viele Strecken, wo man wirklich sagen kann, so, hier kann man richtig coole Crashs machen. Oder man ist einfach zu blöd zum Fahren. Was gibt's denn alles auf der Map? Hier gibt's einmal hier den Spawn. Und tausende fucking tausende Straßen, einen Tunnel gibt's, zwei Tunnel gibt's, Luxus, zwei Tunnel, was gibt's noch, ganz viel Holz, also wenn jemand ein Holzfetischist ist, es gibt drei Tunnel, oh, der ist aber lang, leck, es gibt drei Tunnel, oh, es gibt eine kleine... Oh, hier war ich noch nicht. So. Übrigens, wer wissen will, mit welcher Taste ich das mache, das ist die F7-Taste. Habe ich auch erst jetzt irgendwie herausgefunden, dass es die Taste gibt, dass sie irgendeine Funktion hat. War aber eher so durch Luck. Sind die Häuser eigentlich auch nur texturmäßig da? Oder ja, okay, die sind auch modelltechnisch da. Ja, oh. Dirt Track. Oh, da muss ich jetzt aber eine andere Karre wählen. Welche nehme ich? Oh. Das Auto für Gelände. Das ist vielleicht auch ein neuer Mod, der ein bisschen... Er ist okay, würde ich sagen. Also, die Motorhaube ist ein bisschen broken. Hinten ist es ein bisschen broken. Die Lichter passen aber so gar nicht. Wie ihr seht, also oben die Lichter schon, unten ist ja gar nichts. Von der Geschwindigkeit würde ich sagen, passt auch. Vom Sound aber nicht. Da muss noch was gemacht werden. Okay. Jetzt bräuchte ich Polizeiautos, die mich verfolgen. Oh, das können wir kurz machen. Hier, Grand Marshal. Oh, wie sahen die denn immer aus? Die sahen... Oh, wie sahen die... Die sahen so aus, ne? Ah, da musste ich kurz niesen. Tut mir leid. Nee, das waren die hier. Ah, ja. Das, die kommen am ehesten hin, würde ich sagen. Mal gucken, wo die jetzt spawnen. Vielleicht spawnen die am Arsch der Welt. Kannst du spawnen? Oh ja, da spawnt er. Und
Chase. Der will mich nicht chasen, oder? Jetzt will er mich chasen. Okay, mal gucken, ob er mich einholen kann. Oh, scheiße. Oder ich fahre einfach nur zu bescheuert und er holt mich so oder so. Na komm, General Lee! Fahr! Oh, da ist Wasser. Uah. Gucken, wie der Blitz ist da fährt. Oh, er kommt mir sehr nah. Das mag ich nicht. Links. Die Map passt auch irgendwie zum General Lee. Finde ich. Oh, warum ist meine Scheibe kaputt? Ich finde auch, wie der driftet, ist ganz cool. Nur kann der Polizist damit nicht umgehen. Oh shit. Tank beschädigt, oh je. Komm schon. Und hinten ist unser Bier ja auch noch drin, oh je. Wo war der Tunnel? Der war da lang, oder? Mal gucken, ob er uns dahin folgt. Wenn ich es jetzt richtig weiß, wo der ist. Oh, Kacke. Also ich wusste, dass der Grand Marshal Verschnitt da hinter uns, oder der heißt ja Grand Marshal, ne? Schneller ist, als man denkt, aber dass er so zack, zack ist. Ah! Oh je. Oh. Auf jeden Fall ist die KI blöd. Genauso wie in dem Film. Oh, Kacke. Oh je. Also der ist kaputt und der ist kaputt. Hä, wen verfolgt er denn jetzt? Ah, ausgetrickst. Ich hoffe, hier geht's zum Tunnel. Ich weiß es nicht. Ich kann jetzt auch nicht nachgucken, wenn die AI an ist. AI an ist. Oh, Kacke. Ah, ich glaube, ja, hier war. Mal gucken, wer schneller ist auf der Geraden. Und go! Lass mal Licht anmachen hier. Mal gucken, wie der von innen aussieht. Aus wie der Brockle Moonock. Ja, das ist auch ein bisschen nicht so schön, dass der nur 5,95 schafft. Ha! Oh shit. Scheiße. Autsch. Au. Oh, okay. Da sind die anderen Verschnitte von General Lee's ein bisschen besser. Wo war denn der? Hier. General Hawk und General Lee. Hier ist der General Lee. Den nehmen wir mal kurz. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Folge ist. Aber die kommt heute eh ein bisschen später. Tut mir leid. Ich nehme sie jetzt auch gerade erst auf. Weil das mit meinem Ohr ist ja immer noch, dass ich rechts nicht höre. Und das wehtut. Und deswegen habe ich mir einfach mal so gedacht, so aufnehmen wäre jetzt mal nicht so schön. So, mal gucken, wer jetzt schneller ist. Gas, 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 komm. Oh. Oh. Oh, nein. Nein. Ha! Ah, die Bullen sind doch scheiße dumm. Ah. So. Ah,
nein! Okay. Ah, das wäre zu schön gewesen. Naja, ich würde da mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und warum ist das an? Die sollen auch nicht im Cockpit an sein. Bitte, danke. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.